Hallo und seid herzlich begrüßt bei der Scooterschraube. Piaggio, Gilera, Renner. Die neue Einspritzdüse ist angekommen und ich möchte sie mit euch zusammen einbauen. Und ich hoffe, dass der Motor mit uns spricht und ein Feedback gibt. Und wenn das funktioniert, wäre ich schon mal glücklich. Ob es passieren wird, wir erleben es in diesem Video. Jetzt heißt es allerdings nicht wundern, es ist die identische. Also, ich halte das mal so. Das Blau hat jetzt keinen Einfluss, ne? Weil diese ja hier grün original ist, hat diese keinen Einfluss auf diese farblich. Die Einspritzung ist genau identisch, aber man sieht eben auch schon, ich drehe mal ein bisschen das Licht für euch, man sieht aber auch verschlissen und nicht verschlissen. Neu, alt, die ist schon ein bisschen verschlissener, ne? Das sieht man, schaut mal in diese Rille hier rein, schaut mal in diese Rille. Hier sind ja mehrere. Seht ihr diese länglichen Rillen? Schaut mal, wie dunkel die schon sind. Und jetzt schaut euch mal von der neuen Düse das an. Oder Einspritzdüse. Als Vergleich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Motor jetzt anbleiben würde. Er ist ja immer kurzfristig mal gelaufen, aber nach einer Zeit dann auch gar nicht mehr angesprungen und ich erhoffe mir jetzt, dass das an diesem Teil liegt. Wir werden sehen. Einen kleinen Unterschied habe ich gerade festgestellt und zwar, ich habe eben noch mal ganz genau durchgeguckt. Schaut mal hier. Seht ihr? Diese Bohrung und wenn ich jetzt hier ist so eine dünne Klammer drum, wenn ich die jetzt hier drehe zu der anderen Seite, ist da ebenfalls eine Bohrung. Also hier ist eine, die sieht man jetzt auch noch und hier ist eine Bohrung. Hier allerdings, selbst wenn ich den Ring drehen würde, ist gar keine Bohrung. Ich weiß jetzt nicht, wofür diese Bohrung da sein muss. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber es soll die identische sein. Sie soll dieselbe Funktion, das heißt die neue, soll dieselbe Funktion von der alten haben. Jetzt bauen wir sie erstmal ein. Noch ein kleiner Zusatz. Das hat der Verkäufer gesagt, dass das eine identische Düse ist. Das wurde vom Verkäufer geäußert. Und deshalb, wir halten das einfach mal so nebenbei nochmal fest. Was ich jetzt mache, ich habe hier nochmal ein bisschen Feinmechanikeröl. Ich gebe hier nochmal ein bisschen Feinmechanikeröl drumherum über den O-Ring oder über beide O-Ringe vielmehr, um keine Gefahr zu laufen sozusagen, dass ich die O-Ringe einklemme, ne? Das nehme ich jetzt mal raus. Ich konnte euch leider nicht anders hinstellen. Ich musste euch irgendwie hinstellen, aber das ist immer nicht so leicht, weil hier ist es gar nicht so so einfach. So, jetzt müsste ich die Düse hier reinbekommen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ich nehme jetzt mal den Halter, das heißt diesen Bügel, der da drüber kommt, der hier hinkommt, um dass diese Düse dann eventuell so ein bisschen rein drehen können mit. Mal gucken, ob das so klappt. Ich setze mal die erste Schraube hier an und wir schrauben in Kunststoff. Das hatte ich schon mal erzählt oder gesagt,
aber ich erwähne es lieber immer nochmal. Gut, das sitzt schon mal. Ich drücke jetzt nochmal, weil bis jetzt sitzt sie eigentlich noch nicht richtig. Ich nehme das nochmal raus. Also zumindest, ich mache doch den Bügel nochmal ab. Ich würde gerne sehen, dass ich die Düse so zum Sitzen bekomme. Ich gucke mal, wie fest sie drin ist. Ja, sie hat schon Halt. Gut, das kann natürlich sein, dass der Silmarring wirklich so abdichtet, dass sich das jetzt doch mit der Verschraubung reindrückt. Ich will es hoffen. Ich mache es ja vorsichtig. Ne? Ich mache hier nichts mit Gewalt. Von daher. So, aber ich muss dich noch ein bisschen drehen. Wie gesagt, ohne Gewalt. So, ich setze jetzt die Schraube nochmal an. Und auch die zweite Schraube setze ich an. Und dann versuchen wir sie mal mit den Schrauben etwas reinzuziehen. Die Länge ist identisch, das habe ich schon gemessen, weil ich hatte die Düse ja schon in der Hand. Jetzt brauche ich natürlich Werkzeug. Das war viel Zahn. War das jetzt viel Zahn? Ja, das war viel Zahn. Ja, den richtigen habe ich. Den richtigen habe ich hier auf jeden Fall. Hier war es ja nicht so leicht dran zu kommen. Ich will hoffen, dass sich das Teil auch ranzieht. Ich meine, es muss schwergängig sitzen oder sollte schwergängig sitzen, aber es muss ja auch rutschen können. Ne? Also der O-Ring. Ne? Na komm, gar nicht so einfach. Ich ziehe hier jetzt mal an. So, ein Stückchen. Jetzt hier wieder. Na komm. Nochmal aufstecken. Ja, hier kommt man natürlich wirklich ganz schlecht ran. Und ich habe die Ratsche verstellt, sehe ich gerade. Normal das gleiche. Ansetzen. Na komm. Ja. Das sieht, glaube ich, gut aus. Wie gesagt, immer die Ruhe dabei. Ne? Man hat ja Zeit. Und die Düse sitzt auch. Sie hat sich ganz, ganz sauber jetzt reingezogen. Na, wieder der Schlüssel verdreht. Jetzt sollte es aber gelingen. Aufsetzen und... Ja! Na, das wurde aber auch Zeit. Jetzt hier unten nochmal. Okay. Ja, die Düse sitzt ganz sauber drin. Gut. Was wir brauchen, ist die Batterie. Wir müssen noch etwas Strom anschließen. Geben wir mal Strom drauf. Einmal. Und die Nummer 2. Und dann, wo ist es denn? Ah, wo ist mein zweites Kabel hin? Mein zweites Kabel wurde gemopst. Ich habe mal die Sitzbank abgenommen. Es hat sich nämlich versteckt gehabt. Gut, anschließen. Oh, hier, jetzt sehe ich hier gerade, dass der Stecker auch ein bisschen oxidiert ist. Ja gut, der Roller stand ewig draußen. Sicherung. Diese sind auf jeden Fall heile. Hier ist ja diese Buchse drunter. Naja, die brauche ich gar nicht erst abmachen. Die können wir so lassen. Stimmt. Stecker. Der muss natürlich noch drauf.
das mache ich jetzt noch schnell. Was heißt schnell? Langsam. Immer langsam. Stecker setzt. Sitzt er auch richtig? Kommt mir ein bisschen komisch vor. Kommt mir ein bisschen wackelig vor. Ich fand, der andere saß besser. Wir werden es gleich erleben, was passiert. Die Stecker habe ich allerdings auch vorher überprüft, ob das alles soweit identisch ist. So, nochmal kurz gucken. Hier ist nichts weiter im Weg. Wir lassen mal ein bisschen ab. Und Zündschlüssel. Wir brauchen den Zündschlüssel. In einen guten Haushalt kommt ja nichts weg. Zündung mal an. Ich lasse mich jetzt echt überraschen. Der Roller lief jetzt natürlich eine Ewigkeit nicht mehr, weil wir ja mit den Teilen ein bisschen warten mussten. Ich denke mal, es ist alles sauber angeschlossen und ausprobieren. Sprit dürfte noch drin sein, Gemisch allerdings, ne, 1:50, und wir starten noch. Das hat sich bis jetzt schon vielversprechend angehört. Aber ist es auch das auf den Punkt gebracht? Wir versuchen es nochmal. Oder war es das schon wieder? Ich kann ja nochmal die Zündkerze rausnehmen. Ich bin ja nun nicht Gott. Das möchte ich nochmal betonen. Ich muss mich auch in die Materie erst wieder einarbeiten, weil Einspritzer, den einen oder anderen, ja, hatte ich schon mal, aber das ist schon lange her. Oh, der hat sich aber gut festgesetzt jetzt. Das ist ja nun schon einige Jahre her. Einspritzer existieren ja schon ewig, also sehr lange, sagen wir mal so, sehr lange schon. Und ich kann einfach nur Neuteile austauschen. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt könnte zum Beispiel die Drosselklappe nicht stimmen. Dann wäre aber schon so gut wie alles erneuert. Auf jeden Fall, das kann jetzt natürlich auch von Stehen kommen, dass irgendwie noch Sprit in den Zylinder trotzdem gewandert ist. Oder jetzt von Starten eben, das kann natürlich auch möglich sein. Die Kerze ist ja heile. Ich werde die jetzt nochmal trockenlegen. Und dann müssen wir eben nochmal probieren. Bevor ich natürlich Pino jetzt sagen würde, weißt du, lass uns mal eine neue Drosselklappe ausprobieren, würde ich die ganze Einspritzung nochmal ausbauen. Es ist ja dieses schwarze Bauteil, wo die Düsen, ne, eingesetzt werden. Da würde ich, wenn nicht, jetzt auch erst nochmal gucken, bevor ich jetzt sage, wir brauchen was Neues, geschweige eine Drosselklappe, weil das ist Geld, das ist bares Geld. Ich meine, Pino spielt mit, er möchte diesen Roller auf der Straße wieder haben. Aber, und ich gebe mir ja nun Mühe, dass wir den Fehler irgendwie finden. Ich meine, er läuft, das ist auf jeden Fall zu hören. Aber er muss ja auch durchlaufen und er soll ja auch immer laufen und nicht nur ein bisschen. Deshalb, ich mache jetzt hier, lege die Kerze nochmal trocken und wir versuchen es nochmal. Wie gesagt, wir müssen mit Neuteilen arbeiten, weil
was nützt es? Wir müssen ja den Fehler finden. Und dann nützen uns alte Teile erstmal nichts mehr. Die kann man aufheben, falls man den hundertprozentigen Fehler findet. Aber ich würde gleich die neuen Teile drin lassen und die alten Teile zur Seite legen. Nur zur Sicherheit. Wer weiß? Man weiß nicht, was jetzt gerade noch defekt ist. So, das sollte aber reichen. Feuerzeug, du darfst ausgehen. Kerze wieder rein. Und nochmal testen. Mehr als so testen kann ich jetzt nicht. Dann sind mir auch die Hände gebunden. Wie gesagt, es sei denn, ich baue die ganze Einspritzung nochmal aus. Und da musste ich aber erstmal gucken, weil da sind nämlich auch noch Anschlüsse dran, dass ich die dann natürlich auch sauber abbekäme. Ja, da müsste man sehen, wie ich da am besten dran komme. Es ist auf jeden Fall auch von oben verschraubt. Ja, das müsste schon irgendwie funktionieren. Und dann kann man sagen, wenn da nichts gefunden wurde, dass es vielleicht dann auch dieses Bauteil ist. Man weiß es noch nicht. Wie gesagt, das soll ich herausfinden. Wir starten nochmal. Ihr könnt mir dabei schon glauben, weil ich hätte diesen Roller jetzt auch lieber auf der Straße, dass er hier auch mal wieder ein bisschen Platz macht und dass ich nicht ewig dran rumdoktern muss. Wieder aufhören, wieder ansetzen, wieder aufhören und wieder ansetzen. Aber gut, es bleibt jetzt keine andere Wahl. Ich erwähne es nochmal, die Benzinpumpe ist niegelnagelneu. Die kam kurz vor oder zumindest bei den letzten, der an diesem Roller war, kam diese Ölpumpe neu. Benzinpumpe, nicht Ölpumpe, Benzinpumpe. Und ja, somit habe ich eine neue Benzinpumpe übernommen. Und wie ich ja schon sagte, jetzt suchen wir weiter. Okay. Probe. Alles stimmt, alles passt. Und versuchen. Nicht gut. Auch nicht gut. Gib mal ein ganz klein bisschen Gas. Sprit ist vorhanden. Ölpumpe, Benzinpumpe nochmal aus und nochmal neu. Nochmal aus. Nochmal versuchen. Begeistert zurzeit. Moment, ich versuche mal was anderes. Ich überbrücke mal meine Bremse. Da habe ich doch glatt den Schraubendreher vergessen. Ich nehme noch mal den Luftfilterkasten runter. Der ist ja mit drei Schrauben, glaube ich, nur befestigt. Luftfilterkasten noch mal runter. Weil ich möchte noch mal bei der Membrane mitgucken. Nicht bei der Membrane, sondern bei der Drosselklappe. Ne? Also ich nehme jetzt das hier noch mal ab. Jawohl, gut. Hier ist ja auch kein Filter drin. Ne? Der ist ja zerstört. Und ich gucke jetzt noch mal rein. Dazu brauche ich wieder ein bisschen Licht. Ich gucke nochmal in die Drosselklappe rein, weil ich glaube, die ist jetzt ja gerade geschlossen. Ja, die Drosselklappe ist zu.
Jetzt ist sie geöffnet, okay. Das funktioniert, das ist okay. Wir versuchen nochmal ohne Luftfilter, also mit einem offenen Luftfilter, ohne den Deckel. Ne? Wir versuchen es nochmal. Nichts geht. Jetzt habe ich mal was anderes vor. Ich halte mal die Hand vor den Einlaufstutzen, ne? Also wo die Luft angezogen wird. Passiert auch nichts. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Demnach müsste er jetzt auf jeden Fall abgesoffen sein. Ich nehme noch mal die Kerze raus. Noch nicht mal die Kerze ist diesmal abgesoffen. Null. Komplett trocken. Okay. Jetzt ruhig nochmal überlegen. Gut, achten wir mal hier unten drauf. Die Kerze habe ich noch nicht reingeschraubt. Den Kerzenstecker habe ich in Sicherheit gebracht, ne, falls jetzt hier Sprit kommt, weil ihr wisst, Kerzenstecker und Sprit, nicht gut, Zündfunke. Gut, Zündung an. Und ich möchte mal sehen, was jetzt da unten drinne passiert. Hier drauf achten. Ne? Da. So ungefähr. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor gerade. Nochmal aus. Nochmal an. Ist da jetzt noch genug Sprit drin oder nicht? Ich glaube, ich fülle lieber noch mal was nach. Nochmal. Ich sehe gerade keine Verstreuung. Ne? Kein feinen Nebel sozusagen, was ja vorher extrem war, aber richtig extrem. Aber ich glaube, ich mische doch noch mal einen Liter Sprit lieber an. Nur zur Sicherheit. Man kann auf jeden Fall sagen, am Steuergerät liegt es nicht, weil der Zündfunke und alles ist ja da. Alles bekommt seinen Strom und funktioniert. Und das Steuergerät können wir komplett erstmal ausschließen. 20 Milliliter Zweitaktöl und jetzt füllen wir auf 1 Liter. Dann haben wir wieder eine Mischung von 1:50. Ich bin froh, dass ich Benzin geholt habe. Den habe ich noch nicht angerührt gehabt. Deshalb jetzt füllen wir einfach mal zur Sicherheit noch mal 1 Liter nach. Weil es ging ja auch noch mal was verloren. Sicher ist sicher. Das heißt, 1 Liter rein hier. Ja, ganz genau 1 Liter. Sauberen Schraubendreher. Umrühren. Und dementsprechend ab in den Tank. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, dass der neue Schlauch mal undicht geworden ist und ich das Ganze erneuern musste. Und da war ja auch Sprit abhanden gekommen. Einmal drücken, Deckel auf. Und wie ich schon sagte, sicher ist sicher. Deshalb nochmal neuer Sprit rein. Hier ziehe ich mal kurz ab. Einmal hier drüber, über den Spiegel. Das ist mein Selbsthalter normal. Das ist mein Selbsthalter. Irgendwo hatte ich auch, doch hier, noch den Lappen als Tropfschutz, sage ich mal. Und rein damit.
Wer weiß, nachher kriegt ihr vielleicht doch keinen Sprit, weil gar nicht mehr so viel Sprit vorhanden ist. Und das wäre natürlich fatal, ne? Ich probiere und dabei hat er vielleicht gar keinen Sprit mehr oder nicht mehr genügend Sprit drin. Gut, das sollte jetzt aber reichen. Ja, wir machen nochmal den gleichen Test wie eben auch. Gut, ich habe euch nochmal in die Position gebracht. Ich starte jetzt nochmal. Also nein, ich drehe erstmal den Zündschlüssel. Oh, die Pumpe hört sich jetzt ganz anders an. Die hört sich jetzt gerade voller an. Die hat sich eben leerer angehört, wo wir das erste Mal oder die ersten Male probiert haben. Gut, achtet mal da unten drauf. Da. Moment, da wieder. Ne? Achtet mal drauf, weil jetzt müsste es wieder nebeln. Wenn es an Sprit lag. Ein bisschen viel, aber es hat was gebracht. Also war der Tank doch schon wieder so extrem leer. Das kam jetzt, das zeige ich euch mal kurz, dadurch, ich habe doch diesen Schlauch hier getauscht. Und dieser Schlauch ist zweimal undicht geworden, obwohl das richtig guter Schlauch ist. Den zeige ich euch nochmal. Wo ist er? Hier. Das ist richtig guter Schlauch. Ich habe ihn schon das ein oder andere Mal gezeigt, aber das ist wirklich vernünftiger Schlauch. Das ist kein 0815. Und dieser Schlauch ist auch druckfest, obwohl da ja nicht groß Druck entstehen dürfte. Und diesen Schlauch habe ich hier dran gesetzt. Aber wir schrauben jetzt mal die Kerze ein. Dann schraube ich jetzt mal die Kerze hier rein. Ja. Und wir testen es nochmal. Drückt die Daumen, dass es jetzt vielleicht funktioniert. Dass wir uns noch andere Sachen sparen können erstmal. Dass wir den Roller... Also ich sag's mal so. Es wäre schön, wenn der Roller jetzt läuft oder anspringt und läuft. Dass wir dann lieber noch Geld für was anderes investieren können hier in diesen Roller. Wo komme ich denn da nicht hin? Dass wir hier noch andere Kleinigkeiten machen können. Hier oben ist mein Kabel. Das habe ich ja weggenommen, ne, bevor wir in Brand geraten. Niemals da unten lassen, das Zündkabel. Zumindest, wenn ihr sowas macht, wie wir jetzt gerade. Es wäre mir eben lieber, wenn ich noch ein bisschen Geld in die vorderen Dämpfer reinstecken könnte. Also über Pino natürlich. Das bleibt nun mal nicht aus. Weil die vorderen Dämpfer sind auch hin. Fest und fertig. Ich weiß nicht, ob man sie noch mal in Stand bringen kann, aber ich würde es noch mal gerne versuchen. Wir müssen aber wissen, ob der Motor läuft und ob der Roller überhaupt läuft. Deshalb auf Holz. Holz, Holz. Okay, wir testen mal. Stellt euch mal vor, ein Dreh und er springt an. Das wäre der Hammer, oder? Das wäre doch der Hammer, oder? Okay. Was will er uns sagen? Ich mache mal hier meine Überbrückung ab und gebe mal ein ganz klein bisschen Gas nur dazu. Gehe mal rüber zum Luftfilter. Dazu überbrücke ich hier aber jetzt doch nochmal. Nochmal rüber. Ja,
Die Bremse muss auch heile gemacht werden, die ist ja auch noch defekt. Ich halte mal den Luftfilter ungefähr halb zu nur. Jetzt hatte ich ihn ganz zugehalten, nochmal das gleiche, ein bisschen mehr Luft wieder. Gebe an der Drosselklappe noch mal ein bisschen Gas. Volles Pfund abgesoffen. Nochmal richtig gespülte Kerze. Nochmal das gleiche Spiel. Ansonsten würde ich jetzt nochmal versuchen, dass ich die Drosselklappe nochmal neu anlerne. Ja, den Schritt habe ich auch schon in den laufenden Videos von diesem Roller gezeigt. Wenn jetzt alle Stricke reißen, versuche ich die Drosselklappe nochmal neu anzulernen, um ja, weiterzukommen. Kerze habe ich trocken gelegt, wir versuchen es trotzdem nochmal. Ich glaube, er will immer noch nicht mitspielen. Einmal hat er so schön mitgespielt, kurzfristig. Ja, die Benzinpumpe ist auf jeden Fall voll. Hört sich immer an, als ob er kommen will, aber ihn irgendwas immer noch hindert. Es kommt auf jeden Fall mehr Sprit rein. Man hört es, er läuft dann dementsprechend viel, viel leichter. Ne? Ja, was oder wo mache ich jetzt weiter? Alles ausbauen nochmal. Oder erst die Drosselklappe nochmal versuchen anzulernen. Ich würde sagen, ich versuche erstmal die Drosselklappe anzulernen, weil ich gehe eigentlich schon in die Richtung Drosselklappe sogar. Weil alles andere funktioniert. Die Einspritzdüsen, die beiden neuen, funktionieren. Was im Grunde dieses ganze schwarze Bauteil scheint aber auch in Ordnung zu sein. Jetzt wäre die nächste oder der nächste Schritt eine neue Drosselklappe. Schade, wenn man eine gebrauchte hätte, wäre es viel einfacher, dass man die mal dazwischen haut, zack, einstellt sozusagen und dann einfach mal anwirft. Aber ich habe keine zur Verfügung. Das ist eben schlecht. Diese Drosselklappen haben allerdings auch ein leicht schlechten Ruf, weil sie wohl auch mit der Zeit wasserdurchlässig werden und somit dann diese Kontakte, diese feinen Kontakte, die da drin sind, nicht mehr sauber arbeiten können oder diese Plättchen. Ne? Ja, schlecht. Wir können es noch einmal probieren. Zündung ist noch an. Wir probieren es noch mal. Ich versuche noch mal Gas zu geben nebenbei, aber ich glaube, das wird nichts. Wird nichts. Wieder eine Hoffnung gestorben. Tja, er möchte anscheinend hier gar nicht so schnell weg. Aber ich möchte, dass er bald geht. Ich muss schon sagen, der Roller lässt mich echt öfters abblitzen. Wir geben aber nicht auf. Die Suche geht weiter. Wir wollen ihn hören. Koste es, was es wolle. Naja, lieber nicht. Koste es lieber nicht, was es wolle. Aber
Ich versuche noch ein bisschen Zeit reinzustecken, dass wir auch das Problem irgendwann im Laufe der Zeit noch finden können. Ich sage Tschüss. Tschüss.